Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle! So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Du hast den Fall. Ja, das ist eine lange Geschichte. Die Jungs können sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Halt ihn auf! Beeil dich, Sully. Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Miesen! Ihr dreckig! Ich hab ihn! Wo bist du? Da! Da! Ich kann ihn sehen! Hier drüber! Da! Da! Das war leicht. Hinter ihm her! Los geht's! Oh, wie fühlt sich das an? Okay, das ist nicht gut. Was ist das? Hau rein, Sully! Oh, meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Die Kavallerie kommt! Ach, Gott sei Dank.
verdammt! Das Schiff geht hoch! Ins Wasser! Ja. Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja, ja! Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Mhm, genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Steht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja, aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies, sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Ich fand, ja, ob ich das rauskriegte, war ich schon.
Hey, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man eine Nonne im Bordell. Na, das sieht doch gut aus. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Pass auf da oben! Ja. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Wow. Ugh.
Gut gemacht, Kleiner. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Wir müssen rüberkommen. Sieht gut aus. Ich halte sie auf. Versuchst du, sie von innen zu blockieren? Beeil dich, Nate. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was?
Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Das Holz ist trocken. Wir könnten es verbrennen. Schieß doch mal eine der Lampen runter. Und jetzt. Ja. Ah, Nate. Das war nicht vor 30 Jahren vielleicht. Da ist doch eine Leiter hinter dem ganzen Geröll. Los, weiter geht's. Ich weiß nicht was. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung.
Hey, da passiert was! Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Pass gut auf da unten. Es gibt Schlimmeres. Jetzt bin ich nass.
Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Nicht schlecht. Ich nehme den hier. Ah, sieht sicher aus. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Das will ich danach auch hoffen. Wir haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Sally, hörst du das? Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl?
Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden.